Der untere Lüfter macht gar nichts, weil... Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Case-Review von mir und zwar zum Deepcool CG540 und zusätzlich auch zu einem CPU-Kühler, dem AK620. Den werde ich da auch einfach mal mit verbauen. Beides wurde mir von Deepcool für dieses Review zur Verfügung gestellt, deswegen steht hier irgendwo auch enthält bezahlte Inhalte oder Werbung oder irgendwas in der Art. Das bedeutet aber nicht, dass das irgendwie in einer Art und Weise meine Meinung tangiert. Gut, dann fangen wir an. Und da steht es schon, das Gehäuse. Hier an der Front oder... Ja, sollen wir das auf uns wirken lassen erstmal? Metall, Tempered Glas, scheinbar hier auch. Hier an der Seite Lufteinlässe, hier ist jetzt überall noch Folie drauf. Also ich habe das gerade just eben erst ausgepackt. Das sind jetzt so die ersten Impressionen. Hier befinden sich zwei USB 3.1 Ports, eine Powerschalter, ein LED-Taster. Eventuell kann der LED-Taster später auch ein Reset-Knopf werden, das wissen wir noch nicht. Ansonsten haben wir hier glaube ich nichts. Wenn man hier drückt, kommt auch nichts raus, irgendwie Staubfilter oder so. Aber einen Staubfilter haben wir dafür hier oben, ganz normal. Da, oh, da haben sie so ein Gummi dran gemacht, damit man das Teil besser abkriegt, damit man sich hier nicht die Finger kaputt macht. Ist mir nicht passiert, kann ich mir aber vorstellen, dass das schon mal irgendjemand passiert ist. Von daher, kuriose Idee, finde ich gut. Die Rückseite offenbart eigentlich Standardzeugs. Platz für die IO-Blende, Platz für einen Lüfter. Netzteil und das ist vernietet, also wird hier wahrscheinlich eine Grafikkarte nicht vertikal verbaut werden können. Okay, und wenn wir das Teil nochmal abnehmen, dazu setze ich die Kamera allerdings ab. Ich will das Teil noch nicht kaputt machen. Oder geht das auch so? Ja, perfekt. Dann können wir hier einen Blick hineinwerfen. Wir sehen einen ganz normalen Lüfter, der ist nicht beleuchtet und hier vorne drei Lüfter und das scheint mir so, als wären diese beleuchtet. Sehen wir später. Hier gibt es ein paar Accessoires. Unplug this connector if you use motherboard to control lighting. Ah, alles klar, okay. Dann bedeutet das wohl, dass wir hier einen ARGB oder RGB-Controller verbaut haben und wenn wir das Mainboard verwenden wollen, da nichts anschließen. Ansonsten passiert entweder nichts oder man macht das kaputt. Von hinten sieht so aus. Ja, erstmal ganz in Ordnung. Aber was mir direkt aufgefallen ist hier, wie eben schon gesagt, das dürfte der ARGB-Controller sein, der da oben durch die Taste steuerbar ist. Ist auch direkt schon angeschlossen über diese 3-Pin-Dinger. Das ist immer irgendwas Eigenes bei AuraSync und Gigabyte Mystic Light. Ach, da sind sogar Adapter hier mit dabei. Da sehen die so aus und ansonsten kannst du das direkt so benutzen. Und die sind so schlau gewesen und haben einen Splitter mit dazu gepackt, nur für die Lüfter. Und das ist verdammt schlau, dass sowas mal mitgeliefert wird. Also solche Sachen kostet 5 Euro. Aber stell dir mal vor, du hast solch ein Mainboard hier. Das ist ein MSI A320M. Also ich glaube, das Billigste, was man kriegen kann. Da haben wir einen CPU-Anschluss und einen Gehäuseanschluss oder SysFan 1. Mit Glück vielleicht noch einen zweiten. Ich sehe aber gerade keinen. Und das würde bedeuten, wenn das jetzt hier nicht dabei wäre, würde man alles zusammenbauen und merken, oh, ich kann ja nur einen Lüfter anschließen. Deswegen super cool, dass so ein Teil dabei ist. Richtig schön. Wenn wir ganz, ganz, ganz ehrlich sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Haben wir hier bei dem hinteren Lüfter noch die Möglichkeit, ihn so anzuschließen irgendwo. Dann läuft er die ganze Zeit auf Full Power. Wenn das jetzt kein übermäßig lauter Lüfter ist, ist das in Ordnung. Ansonsten müssten wir das auch so am Mainboard anschließen. Und so wie es aussieht, sind die Lüfter von vorne einfach nur mit einem 3-Pin-Anschluss ausgeliefert, ohne irgendwas anderes. Das heißt, ja, was soll ich sagen, ist sehr gut. Und dann kommen wir zum unteren Bereich. Hier wird ganz normal das Netzteil drin verbaut. Hier haben wir einen Staubfilter, sodass wir das Label, glaube ich, in die Seite zeigen, sodass wir dann nicht sehen, was für ein Netzteil verbaut ist, aber das ist nicht schlimm. Und dann haben wir hier noch den Caddy für die Festplatten. Da kannst du dann 2 3,5 Zoll Festplatten drin verbauen, also die eine quasi in dem Caddy an sich. Da packst du da die Schrauben an eine Seite und dann kannst du entweder oben eine SSD 2,5 Zoll anbringen oder eine weitere 3,5 Zoll Platte. Musst du dann festschrauben von innen, also erst die äußere HDD dran und dann die hier reingeschoben wird. Und dann nehmen wir das Teil, schieben das hier wieder rein und hier unten kannst du so ganz bisschen sehen, da und da habe ich gerade 2 Schrauben rausgedreht. Dann kannst du die Festplatten so ein- und ausbauen. Vorteil, wenn man das Teil rausnehmen kann,
Man muss nicht das Netzteil ausbauen, wenn man da dran möchte, sondern kann hier unten einfach und dann rausnehmen und fertig. Und so wie ich hier das sehe, wenn das vom Platz her nicht anders geht, kannst du das Teil auch noch ein weiter nach links verschieben, wenn das Netzteil übermäßig lang ist. Zum Beispiel irgendeins mit 1000 Watt von Corsair, was ein totaler Knochen ist. Das kriegst du hier dann wahrscheinlich auch sehr gut unter. Wenn wir dann einmal die Front abnehmen, das geht so, dann können wir feststellen, aha, da ist auch nochmal ein Luftfilter. Und das ist furchtbar schlau eigentlich, weil, ne, also hier bleibt wahrscheinlich so an diesen, kannst du Luftkanälen sagen, nicht wirklich, da bleibt wahrscheinlich dann immer ein bisschen Staub hängen, aber der Rest, der landet direkt im Gehäuse. Und hier machst du das einfach alle 2-3 Monate einmal ab. Hier sind auch keine Kabel dran oder sonst irgendwas, also einfach abziehen, fertig. Vorsichtig bitte, ja. Und dann nimmst du das Teil einmal raus, eben kurz durchpusten, wieder befestigen. Das dürfte dann auch magnetisch sein. Ja, genau. Ja, perfekt. Ist euch gerade aufgefallen, dass ich mehrfach gesagt habe, oh ja, sehr gut, ja doch, ja gut. Ja, das ist wirklich so. Ich bin gerade begeistert von dem Gehäuse, dass man an solche Kleinigkeiten, die ich eben genannt habe, gedacht habe. Und noch eine weitere Kleinigkeit. Hier sind ja 4 Lüfter verbaut und hier steht dann auch jeweils drauf, für welche Leistung die ausgelegt sind. Also 12 Volt, 0,12 Ampere. Wenn man das also zusammenrechnet, haben wir am Ende die 3 Lüfter und der hier hinten 520 mA. Warum ist das wichtig? Mir sagte mal jemand, ja, so ein Lüfterausgang auf dem Mainboard unterstützt einen Ampere. Und wir haben ja eben die Kupplung mit dabei, mit 4 Anschlüssen. Das bedeutet, da ist auch erstmal alles safe. Wenn wir da jetzt Lüfter dran packen, die jeweils 330 mA haben, sind wir bei 1,3 Ampere und naja, wahrscheinlich nicht direkt, aber auf Dauer könnte dann der Anschluss auf dem Mainboard kaputt gehen. Wahrscheinlich sogar Schlimmeres, ich habe sowas noch nie gehabt. Aber auch gut, dass daran tatsächlich gedacht wurde. Deswegen sage ich, ja, ist perfekt, können wir so lassen. Ist bekannt, sollte man wissen. Des Weiteren werde ich in diesem Gehäuse auch diesen Kühler hier verbauen, auch von Deepcool, AK620. Ist, glaube ich, ein richtiges Biest und da habe ich mir gedacht, ja, die CPU, die am wärmsten wird bei mir, sollte eigentlich dieser Xeon X5675 sein. Ich habe gerade mal nachgeschaut, TDP von 95 Watt. Kinderspielzeug. Nein, das ist eine Übertreibung. Wir nehmen den Ryzen 7 2700X, der ist für 105 Watt TDP ausgelegt, nochmal 10 Watt mehr. Vielleicht kann der wärmer werden, sodass wir den dementsprechend auch hier drin verbauen können. Damit dann später testen können oder auch nicht. Und ich glaube, damit kann erstmal niemand was anfangen. Also das hat Sammlerwert. Davon habe ich sogar 2 von den Dingern. Deswegen kann ich mich an diesem Board sehr erfreuen. Aber wir nehmen das. Das ist neuer. Also Einbauoptionen hier drin sind in der Front 320 oder 340 mm Lüfter. Oben dasselbe nur zweimal. Hier hinten 120 oder 140 mm Lüfter, obwohl kann es ein kleinerer sein. Ja, tatsächlich. Wir haben hier 2 verschiedene Lochgrößen, sage ich jetzt mal. Dort 2 SSDs können verbaut werden und unten auf dem eben gezeigten Halter kann eine SSD verbaut werden. Wenn wir aber unten 2 3,5 Zoll Platten verbauen, dementsprechend eine 2,5 Zoll Platte weniger. Mit SSD meine ich 2,5 Zoll Platte. Ich habe zwar eine 3,5 Zoll SSD, aber das ist, glaube ich, so nicht gemeint. Mainboards, hier passt eigentlich fast alles rein, also Micro-ATX, Mini-ATX, Full-ATX und E-ATX passt hier sogar auch rein. Dazu muss dann dort und dort noch jeweils ein Abstandshalter gesetzt werden und in der Mitte natürlich auch. Also hier kannst du erstmal alles drin verbauen, Grafikkarten, wie es das Herz begehrt, hier ist auch genug Platz. Wasserkühlung würde ich empfehlen, oben zu verbauen nach Möglichkeit. Wenn man nur eine Wasserkühlung mit 360 mm Radiator besitzt, dann muss die nach vorne. Oben könnte es zwar theoretisch irgendwie passen, aber das ist dafür nicht ausgelegt. Oben passen nur 2, auch wenn das komisch aussieht, wenn der eine Lüfter hier sitzt, dann so ein Spaltenabstand und der zweite 120 mm Lüfter da. Die kannst du auch ein bisschen bewegen. Wir haben da nämlich so Schienenlöcher drin quasi, kann ich ja später mal zeigen. Da oben passen nur 2 rein. Sonst noch was Wichtiges? Ich glaube nicht, deswegen würde ich vorschlagen, ich baue das Teil zusammen. Wenn mir irgendwelche Sachen aufgefallen sind beim Zusammenbauen, irgendwas, was nicht so nett ist oder was ziemlich nett war, weil genug Platz hin ist fürs Kabelmanagement oder so weiter, dann sage ich euch das. Ansonsten würde ich jetzt beginnen. Didn't follow my dreams.
and now I'm losing sleep. Genau, zusammengebaut ist er. Mhm. So sieht er jetzt aus. Und dann können wir mal schauen, wie es aussieht, wenn das Teil in Aktion ist. Machen wir hier. Ja, okay, da siehst du schon ein bisschen was von der Beleuchtung. Ist vielleicht ein bisschen, also man sieht es natürlich, aber ist ein bisschen dunkel für meinen Geschmack. Aber man kann natürlich immer noch hingehen und den Staubfilter dort entfernen. Würde ich nicht tun, aber... Ich glaube, solange man sieht, dass da was leuchtet, das muss ja jetzt hier nicht rausscheinen wie sonst was, ist das in Ordnung. So, und hier kannst du die Lüfter auch nochmal sehen. Der untere Lüfter macht gar nichts, weil... Oh, mein lieber Mann, welch ein Skellus. Skellus ist Latein und heißt übrigens Verbrechen. Ja, aber jetzt dreht er sich auch und hier drin... Also für meinen Geschmack, ne? Das ist ja ganz oft so, dass diese quasi Glasscheiben etwas abgedunkelt werden. Na gut, das ist auch nicht so viel heller, ne? Aber wenn man wirklich will, dass das Teil leuchtet, dann wäre es eventuell noch empfohlen, da eine LED-Lichtleiste einzubauen. Irgendwie für 6 Euro da vom Action oder sowas. Vielleicht könnte man auch sagen, ja, da hinten will ich auch noch einen beleuchteten Lüfter haben. Aber es ist oftmals so, oder ja, ich habe es halt nur öfter so gesehen, das ist aber objektiv, dass diese Lüfter einfach nur dazu da sind, ja, die drehen sich und bewegen so ein bisschen Luft. Und der hintere Lüfter, der sollte ein bisschen mehr Kapazität haben, beziehungsweise mehr Luftstrom erzeugen. Damit, wenn die CPU belastet wird, damit die Luft besser nach hinten raus kann oder eben nach oben. Die Anleitung hier war auch ziemlich aufschlussreich. Haben sie auch dazu geschrieben, ja, USB 3.0, ne? Das hier sind so die Kabel, die dabei sind. Und ja, hier die Lüfter, wenn man die Lüfter verwenden möchte. Direkt auf dem Mainboard benötigt man einen von diesen Adaptern. Der ist aber mit dabei. Manual, ja, alles klar, okay. Also hier steht das drin, was ich euch gerade schon gesagt habe. Ich brauche seltene Anleitung, aber da könnte man vielleicht mal reinschauen, wenn sie dabei ist. Einmal kurz zu den Schrauben. Das ist nicht immer so. Da bekommt man dieses Teil hier mit dazu. Das ist quasi eine Nuss für die Abstandshalter fürs Mainboard. Hier packst du dann ganz normal einen Schraubenzieher drauf und dann kannst du die Teile festdrehen. Geht auch per Hand und dann am Ende vielleicht mit einer Spitzzange oder sowas, aber hiermit ist das deutlich komfortabler. Ich finde das immer richtig cool, wenn solche Teile dabei sind. Ich habe davon, glaube ich, jetzt mittlerweile 3 oder 4 Stück. Und einen habe ich auch hier an so einen Schraubenzieher dran geklebt, weil ich das tatsächlich öfter mal brauche. Und Schrauben sind hier wirklich mehr als genug dabei. Und apropos SSD, die wird entweder auf diesem kleinen Schlitten verbaut, den ich unten ja schon gezeigt habe, oder hinter dem Mainboard. Was ich daran nicht mag, ist, wenn man die SSD hinter dem Mainboard verbaut, ne? Dann muss man zwangsläufig, um die SSD zu befestigen, das Mainboard erst einmal ausbauen. Das habe ich gerade auch machen müssen und war deswegen ein bisschen genervt, weil eigentlich alles schon drin war. Ich hätte nur noch verkabeln müssen und dann, ach nee, erstmal wieder das Mainboard raus. Wenn das später erst auffällt, weil man ja üblicherweise Festplatten erst gegen Ende einbaut, vielleicht auch erst ganz, ganz gegen Ende, weil man erst noch einen Funktionstest macht, ah, okay, läuft alles. Das finde ich ein bisschen nervig. Zu dem Gehäuse gehört auch noch dieser Adapter hier, damit man eben die ARGB-Lüfter in der Front sowohl über MSI Mystic Light, glaube ich, und Gigabytes eigenes ARGB-LED-Controlling-Dings verwenden kann. Oder eben das hier, das dürfte Asus Aurasync sein und ASRock. Was weiß ich, wie das von ASRock heißt, das sollte auf jeden Fall klappen. Ich hatte am Anfang gesagt, ja, hier dieser Lüfter-Splitter da ist für 4 Lüfter. Nee, der ist für 5 Lüfter. Also könnten wir zusätzlich noch einen Lüfter da anschließen an dieses Teil. Bitte aber auf den Strom dabei achten. Bei dem Lüfter hier, da war sogar extra so ein kleines Werkzeug hier dabei gewesen, um den Kühler auf dem Mainboard zu befestigen. Und das ist eigentlich super schlau, weil nicht jeder
sage ich jetzt mal, einen Schraubenzieher zu Hause hat, der so lang ist, dass man da problemlos die Schrauben befestigen kann. Also man hat ja vielleicht vorhin gesehen, man hat diese Plastikteile vom AMD-Halter entfernt, dann etwas Eigenes von dem Lüfter dort angebaut und der Lüfter wird draufgesetzt und hier diese Schrauben dort und auf der Rückseite ist auch noch eine, die müssen festgedreht werden. Und wenn ich jetzt beispielsweise, ich schätze mal, das ist so eine übliche Schraubenzieherlänge, ne? Dann haben wir hier nochmal 4 oder 5 cm mehr dran. Das ist auch super praktisch und den Schraubenzieher, den kannst du auch so fürs gesamte restliche Gehäuse verwenden. Vielleicht hier oben wird es ein bisschen schwierig, aber es würde gehen am Ende. Deswegen habe ich ja hier auch, wo ist er denn, da so einen super langen Schraubenzieher bestellt. Philipp hat den längsten. Das ist nämlich super praktisch. Dann kannst du, da kommst du überall mit hin und hast nie Probleme. Dem Kühler wurde auch Wärmeleitpaste mitgeliefert. Hier von Deepcool. Habe ich jetzt einfach mal verwendet. Ich habe so das Gefühl, da ist noch mehr als die Hälfte drin. Also kann man dafür später vielleicht auch noch was verwenden. Vielleicht auch für die Grafikkarte. Ist vielleicht cool zu erwähnen. Und da können wir uns dann auch die Temperaturen schlussendlich anschauen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe ja gerade den Powerknopf gedrückt, ne? Da macht er einfach so und macht die ganze Zeit weiter. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht will das Mame auch noch 20 Sekunden anbleiben und alle Lüfter einmal noch laufen lassen, damit das Teil nicht wirklich super heiß über eine längere Zeit abtauen muss quasi. Vielleicht kriege ich ihn auch so wieder an oder ganz aus. Nee, glaube ich nicht. Dann bewegst du die Maus und zack, bist du wieder da. Also richtig komisch. So muss das. Aber das kannst du in Windows einstellen, was geschehen soll, wenn man den Schalter drückt oder den Reset-Knopf oder so. Siehst du, jetzt geht er aus. Perfekt. Ich hatte ja gerade gesagt, Main-Mode wäre zurückgesetzt gewesen. Der Arbeitsspeicher lief gerade noch auf 2133 MHz. Mach mal so und mach einmal so. Siehst du, jetzt läuft er auch auf 3200 MHz. Wird vielleicht mal vergessen, wollte ich nochmal gesagt haben. So, und hier Q-Fan-Control. Genau, CPU-Fan. Oh! Dann einmal mit dir zum Thema Airflow und Temperatur. Ja, ist ganz in Ordnung. Jetzt, nachdem ich die Lüftersteuerungskurve mal umgestellt habe, würde ich immer empfehlen, damit man entweder mehr Leistung von so einem Kühler kriegt oder, sage ich jetzt mal, weniger Lautstärke. Wir haben jetzt irgendwie so 69 Grad, sagen wir mal 70 Grad für die CPU und 50 Grad für die Grafikkarte, wenn beides gleichzeitig ausgelastet wird. Wenn ich natürlich jetzt Prime 95 beende, dann wird die Grafikkarte auch ein bisschen wärmer, dann wird es um die 70 Grad warm. Kannst du schlecht vergleichen. Also das ist auf jeden Fall ganz gut in Ordnung eigentlich. Wobei ich aber sagen würde, also wir haben hier ja so ein paar Luftschlitze drin. Das ist der Luftschlitz. Das komplett durchgehend, hier kommt Luft rein, könnte ein bisschen mehr sein, aber vor allem, wenn es hier warm im Gehäuse ist, wenn ich jetzt das Panel abnehme und die Hand da reinhalte, dann merkst du auch direkt, ah ja, okay, da kommt ein bisschen kalte Luft rein, das ist ganz in Ordnung. Ich habe das Panel allerdings, sieht man auch, 50 Mal abgenommen. Ich habe nämlich versucht, das Teil zu übertakten. Es ging nur bis 4 GHz stabil und danach nicht weiter. Ich bin, glaube ich, zu dem Entschluss gekommen, dass ich A, zu blöd bin dafür, aber X58... Overclocking kann ich wohl ziemlich gut und jemand sagte mal, das wäre das Schwerste, was geht. Oder wir haben hier ein Montagsmodell von der CPU erwischt. Nicht jede CPU lässt sich so und so weit übertakten. Wahrscheinlich ist es ein Mix aus beidem, aber ich habe jetzt wirklich keine Lust, mich weiter damit auseinanderzusetzen. Ich hatte allerdings Temperaturen dazu aufgeschrieben, war dann natürlich ein bisschen lauter, auch so, dass es mich ein bisschen stören würde. Aber auch nur, weil man bei dem BIOS dieses Mainboards nur bis 75 Grad die Lüftersteuerung steuern kann mit einer Lüftersteuerungskurve. Weil ab 75 Grad sagt das Mainboard, das ist mir zu heiß. Wir müssen 100% CPU-Lüftergeschwindigkeit erreichen. Das kannst du auch nicht umstellen. Ich weiß nicht, was Asus sich dabei gedacht hat. Also, ja, ich baue hier jetzt nicht nochmal alles um. Ich sag, das ist in Ordnung und fertig für diesen Lüfter hier. Ich find's übrigens richtig cool, wenn man Prime 95 beendet, geht direkt der Lüfter hier aus. Habe ich auch so eingestellt. Eben, dass das Teil so leise wie möglich ist, aber dann nicht zu laut wird. Da muss man meistens eine gute Balance finden. Wenn jetzt die CPU irgendwie 95 Grad oder so warm wird, ist das nicht so gut, vor allem, weil sie dann auch runtertaktet. Also siehst du, jetzt taktet sie, ja natürlich taktet die sich selber hoch, ja, und jetzt wird die Grafikkarte eben auch ein Stück wärmer, weil die jetzt wirklich alles leisten kann, was sie möchte, was sie kann. Und dann sind wir irgendwie bei 70, 72 Grad so ungefähr. Ich habe auch mal geschaut, Temperaturen.
unterscheiden sich, wenn das Seitenpanel ab ist, um ungefähr 5 Grad, sagen wir jetzt mal. Das ist auch in Ordnung. Hat ja gesagt, ein bisschen Luft kommt hier durch. Da ist tatsächlich so ein, oder hier, da und da ist nochmal so eine Stütze. Das heißt, da kommt dann für so ein Stück kein Luft durch. Kein Luft, ja, ist aber, gefällt mir wohl. Und jetzt hörst du die Grafikkarte. Aber wie laut die Grafikkarte ist, kannst du auch mit der Luftverstärkungskurve einstellen. Aber bei der 1070, ja gut. Man kann alles für sein Review irgendwie herrichten und dann einfach sagen, ja, 95 Grad warm, aber kaum hörbar. Ich glaube, ich mache das schon richtig, oder? Ja, genau, dass es so leise wie möglich wird, aber eben nicht zu laut ist. Ja, Technikkeller 2021. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Gehäuse, auch wenn man jetzt schaut, so ein 3er- oder 4er-Set ARGB-Lüfter, meistens eher 3er-Sets, gibt es auf eBay ganz oft für 30, 35 Euro. Da ist ein Controller dabei, manchmal eine Fernbedienung, aber nicht immer. Und wenn man jetzt einfach sagt, okay, nehmen wir mal 30 Euro von dem Preis weg, 80 Euro kostet es, dann sind wir jetzt bei 50 Euro für das Rohgehäuse. Ist vernünftig verbaut, da passt so gut wie alles rein. Also eigentlich, ja, da passt alles rein. Kabelmanagement hinten, da ist genug Platz für die Kabel. Ich musste da nicht übermäßig viel quetschen. Ich hasse es, wenn ich einen PC zusammenbaue und dann, weiß ich nicht, das Gehäuse erst wieder umlegen muss auf die, quasi auf die Seite, wo jetzt das Tempered Glas ist und dann irgendwie mit dem Ellbogen runterdrücken und hier schieben und da. Ich meine, das klappt alles natürlich, aber das ist dann so doof. Vor allem, da willst du hinten ein Kabel tauschen und denkst dann, oh nee, jetzt muss ich alles wieder aufmachen, dann alles wieder zu und dann wieder quetschen und drücken. Bei dem Teil ist es auf jeden Fall nicht so. Das Einzige, was mich in diesem Falle stört, ist das abgedunkelte Tempered Glas saß, weil ich finde, dass das Ganze ein bisschen zu dunkel ist. Das ist jetzt aber auch nur persönliche Einstellung irgendwie. Jeder hat schwarze PC-Gehäuse. Oder vielleicht, wenn es so ein Office-Teil ist, dann irgendwie Silber oder Nikotingelb nach einiger Zeit vorne langsam dran, wenn das überhaupt das ist. Aber weiße Gehäuse finde ich irgendwie schöner. Die fallen mehr auf, dann kannst du mehr drin sehen. Aber ich sagte ja schon, packst du da eben für 6 Euro die LED-Leiste vom Action rein. Und dann soll das klappen eigentlich. Mir fällt jetzt aber nicht so wirklich großartig Negatives ein, dass ich es hier noch erwähnen müsste. Ich fand das halt irgendwie nervig mit den SSDs, dass ich dazu das Mainboard wieder ausbauen musste. Ich habe hier irgendwo noch von irgendeinem Gehäuse so einen Halter rumfliegen. Da kannst du eben 2,5 Zoll Platten dran schrauben. Und die Platte kannst du abnehmen und hinter dem Mainboard verbauen oder ich glaube über dem Netzteil oder so, sodass dafür nicht alles quasi ausgebaut werden müsste. Das ist irgendwie nervig. Ich meine, üblicherweise baust du einen PC zusammen, der hält dann 5 Jahre und dann holst du dir was Neues, dann ist das nicht so schlimm, aber PC-Gehäuse werden bei mir wohl abgenutzt, glaube ich. Mindestens 2-mal oder so. Und mal ganz unter uns, so zwischenzeitlich war ich echt so am Verzweifeln, hab mir gedacht, oh, was ist denn das für ein doofes Gehäuse irgendwie, weil das mit dem Airflow nicht ganz gepasst hat. Aber das lag eben an der nicht angepassten Lüftersteuerungskurve, an der Tatsache, dass ab 75 Grad die CPU-Lüfter bei 100% sein müssen, was ich nicht verstehe. Wenn man jetzt bis aufs Extremste übertaktet, dann kann das passen, aber hallo Asus, why are you running, why is this so? Ich verstehe es nicht. Das war richtig nervig und dann, ja gut, man muss jetzt auch dazu sagen, die CPU da drin, die ist jetzt, glaube ich, nicht gerade die stromsparendste, was die Vollauslastung angeht. Ich glaube, 95 Watt ist so das Maximum, was man so normalerweise hat. Eher 65 Watt für, sag ich jetzt mal, irgend so ein i7 oder ein i5. Also wirst du mit dem Lüfter dann auch keinerlei Probleme haben. Und auch wenn man übertaktet, ist ja klar, dass es lauter wird. Ob da jetzt eine Wasserkühlung wirklich so viel besser ist? Ich meine, da muss ja auch Luft ins Gehäuse rein. Ich verstehe immer nicht, warum Gehäusehersteller das so einrichten, dass dann die Wasserkühlung nach vorne kann, wo ich dann aber nur quasi 2-mal so ein Stück, also so ein Stück zusammen Lufteinlass habe für so viel Lüfter. Also Wasserkühlung sollte auch sowieso immer nach oben, weil warme Luft dann ja nach oben geht und da brauchst du noch ein Stück mehr Lufteinlass irgendwie. Aber auch nur, falls man vorhat, das Teil in dem Gehäuse bis zum Tode zu übertakten. Aber nicht viele Gehäuse kriegen das hin, dass man da einen großen Airflow hinkriegt. Man hätte jetzt auch sagen können, okay, da so, ich blende euch das ein. Ich habe ein Gehäuse hier auch von Deepcool, da habe ich glaube ich auch schon ein Review zu gemacht. Da war dann so an der Front noch zusätzlich ein Lufteinlass oder ein Luftauslass, je nachdem, irgendwie für eine Wasserkühlung. Das macht dann schon sehr viel mehr Sinn,
aber bei diesem Gehäuse brauchst du das nicht. Und auch wenn du da einfach nur einen Mittelklasse-Kühler hast, dann passt das auch so, würde ich sagen. Jo, da war dann auch die Kamera leer. Ich hätte gedacht, das hätte noch genau bis zum Videoende gepasst, aber ich hatte auch nur gesagt, danke fürs Zuschauen, wie immer. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr sie gerne da lassen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ja, und bis dahin, tschüss oder ciao, ciao oder bye, bye und was da nicht alles gibt. Ja, arrivederci auch noch. Ja, ja, was habe ich vergessen? Ja, mit Sicherheit eine Menge. Ja, tschüss.